Vernichtungswahn endlich der Vergangenheit angehören. Das ist die totale Katastrophenstimmung, der totale Zusammenbruch und eigentlich finis germaniae. Also eigentlich ist auch die Haltung der Soldaten dann, also jetzt ist Schluss, jetzt haben wir einfach verloren, Niederlage auf der ganzen Front. Doch die Zeit der Grausamkeit, der Zerstörung und des Leids ist noch lange nicht vorüber. Zwischen August 1944 und dem Kriegsende im September 1945 wurden mehr Menschen getötet als in den 4 Jahren zuvor. Ein Jahr lang steht die Welt noch in Flammen, bis es den Alliierten gelingt, eine der furchtbarsten Epochen der Geschichte zu beenden. Der schwer erkämpfte Frieden bringt den Völkern Hoffnung. Doch der mörderische Konflikt hat die Weltordnung für immer verändert. Erster April 1945. Amerikanische Soldaten beim Ostergottesdienst im besetzten Limburg an der Lahn. Ein katholischer Militärgeistlicher liest die heilige Messe. Die Kühlerhaube eines Militärfahrzeugs dient als Altar. Im nahegelegenen Westerwald notiert eine junge Frau: Heute ist Ostersonntag. Es war eine schöne und sinnreiche Auferstehungsfeier heute Morgen. Ganz befreit haben wir das Halleluja singen dürfen. Die harte Fessel ist von uns abgefallen. Freier dürfen wir atmen. Im Westerwald rückt die 7. US-Panzerdivision vor. Seit der Rheinüberquerung vor 2 Wochen haben die amerikanischen Verbände hier Dorf für Dorf erobert. Immer wieder stoßen sie auf zum Durchhalten entschlossene deutsche Einheiten. Seit der Landung der Alliierten in Frankreich 1944 hat Heinrich Pankowald alle Phasen des deutschen Rückzugs miterlebt. Dann sind wir weitergezogen. Da war eine Stelle, da standen dann 2 amerikanische Panzer uns im Wege. Da fragte der Kompaniechef uns, wer schießt die Panzer freiwillig ab, wer meldet sich freiwillig. Da hat sich keiner gemeldet, da dachte ich, wenn sich keiner meldet, kann sich ja der Jüngste melden. Dann habe ich mich gemeldet. Und als er das merkte, dass ich das machen wollte, da sagte, wir ziehen weiter. Er wollte nicht, dass ich da mein Leben riskieren würde. Nicht? Also ich wollte das, ich hätte das auch versucht. Das, im Grunde genommen wäre das Quatsch gewesen. Inzwischen ergeben sich viele Wehrmachtssoldaten kampflos den Amerikanern. Da haben wir dann erfahren, dass ein Befehl der Waffen-SS bestünde, sich nach Berlin durchzuschlagen. Da habe ich noch gedacht, ich bin Rheinländer, ich bin Bonner, ich gehe nicht nach Berlin, ich bleibe hier. Und unser Kompaniechef hat jeden Einzelnen noch verabschiedet, alles Gute gewünscht und das war das Ende unserer Kompanie. Und dann haben wir auf die amerikanischen Truppen gewartet. Wir haben uns erstmal so hinter Häuser versteckt, sage ich mal. Nicht? Und wir mussten uns auch vor der Waffen-SS verstecken, weil die ja immer noch da kämpften. Wir waren etwa 15 bis 20 Leute. Und ich war der Jüngste dieser Truppe da. Und da kommt dann ein amerikanischer Soldat auf mich zu und fragte, wie alt bist du? Da sagte ich, bin 19. Und dann sagte, bist du freiwillig? Weil ich war der Jüngste da. Ne? Bist du freiwillig? Nö, sag ich, bin mit 17 Jahren Soldat geworden und musste zur Wehrmacht. Wer sich in Gefangenschaft retten will, läuft Gefahr, von den eigenen Leuten erschossen zu werden. Der Oberbefehlshaber der Heeresgruppe Süd hat Ende März einen unmissverständlichen Befehl an seine Soldaten ausgegeben. Wer im Kampf von der Truppe abkommt, hat sich unverzüglich bei der nächsten kämpfenden Truppe zu melden. Sie zu finden ist nicht schwer. Der Gefechtslärm ist der sicherste Wegweiser. Das ist dann der Alltag. Aber natürlich sehen viele auch, dass es hoffnungslos ist. Aber die Frage ist immer, was ist die Alternative? Es geht einfach darum, weiterzumachen und zu überleben. Eine Möglichkeit des freien Diskurses, wie wir ihn heute haben, gibt es ja überhaupt gar nicht und ist auch viel zu gefährlich. Im Westen gibt es die Möglichkeit, einfach sich überrollen zu lassen. Wir haben viele Berichte, dass die Offiziere, Generäle unerhört, zwar keine richtige Meuterei, aber die Amerikaner kommen und die schießen nicht. Und wir haben ganz viele Berichte von empörten Offizieren, also diese Schweinehunde, ich gehe da vor mit meiner Kompanie und komme nur mit 10 Mann an und die anderen sind stiften gegangen. Angesichts der drakonischen Strafen, die zur Kapitulation bereiten Offizieren drohen, kommt es zu absurden Szenen. In diesem Dorf in Thüringen verhandeln die Amerikaner am 4. April mit deutschen Offizieren über die Kapitulation. Doch deren vorgesetzter General befiehlt, die Gespräche abzubrechen. Die Ortschaft muss schließlich doch im Kampf genommen werden. Am Zusammenfluss von Fränkischer Saale und Main haben Einheiten der 14. US-Panzerdivision am nächsten Tag Gemünden erreicht. Weil die Stadt genau auf der Nachschublinie der Wehrmacht liegt, befinden sich dort starke deutsche Kräfte. Gemünden muss in blutigem Häuserkampf erobert werden.
Den Amerikanern fallen am 6. April 1945 nur die wenigen Bewohner der Stadt in die Hände, die sich wochenlang in Luftschutzkellern und Bunkern versteckt gehalten haben und jetzt durch die Straßen irren, um zu retten, was zu retten ist. Immer wieder hatte die Air Force über Gemünden ihre Bomben abgeworfen, um den deutschen Widerstand zu brechen. Jetzt rollt der Nachschub durch die seit Tagen brennende Stadt. Im Osten des Dritten Reichs hält die Wehrmacht noch die Festungen Breslau und Königsberg. Im Westen rücken vor allem die Amerikaner fast ungehindert vor. Noch ist unklar, wer als erster Hitlers Hauptstadt erreicht. Die Rote Armee hat den Befehl, an der Oder starke Kräfte zu sammeln, um noch im April den Sturm auf Berlin zu beginnen. Am 9. April schreibt Propagandaminister Goebbels in sein Tagebuch: Der Führer muss jetzt so schnell wie möglich unsere Offensive im thüringischen Raum einleiten, damit wir überhaupt wieder Atem schöpfen können. Jedenfalls mit dem Potenzial, das wir heute noch zur Verfügung haben, behalten wir nicht mehr lange unsere Atemfreiheit. Etwa zur selben Zeit dreht ein deutscher Kameramann an der Oder diese Szene. Es sind wahrscheinlich die letzten Filmaufnahmen aus deutscher Produktion. An der Zellulosefabrik von Niederwutzen liefert sich eine Jägerdivision ein Gefecht mit Aufklärungstruppen der Roten Armee. Nur etwa 60 Kilometer sind es von hier aus noch bis zur Reichshauptstadt. Die Aufnahmen getöteter Rotarmisten sollen Siegeszuversicht erzeugen. Doch die deutschen Soldaten haben längst andere Sorgen. Freiwillig in russische Gefangenschaft zu gehen, das machen die allerwenigsten, das gibt es auch, aber die allerwenigsten machen das. Es geht darum, selber zu überleben, selber davon zu kommen. Zum Teil dann auch eben diese Idee, wir müssen die Bevölkerung schützen, wobei die Soldaten meistens sich selbst geschützt haben und nicht die Bevölkerung, einfach aus Eigeninteresse heraus. Man versucht irgendwie zu überleben. Und klar, der Gedanke, das haben wir in den Quellen, was soll kommen, wie soll das enden, das ist schon durchaus schon da. Aber welche Alternative gibt es? Nicht, was man kann, man sieht eigentlich für sich keinen Ausweg. Den Ausweg müssen die Generäle, müssen die Politik weisen. Und die sagt, wir kämpfen bis zur letzten Patrone. Am 6. April 1945 holt die Rote Armee zum entscheidenden Schlag gegen die Festung Königsberg aus. Seit Ende Januar sind etwa 120.000 Menschen in der Hauptstadt Ostpreußens eingekesselt. Sowjetische Kameraleute drehen in der Königsberger Innenstadt diese spektakulären Aufnahmen vom Straßenkampf. Vier Tage dauert die Schlacht. Dann geben die ersten Verteidiger auf. Weil der Großangriff völlig chaotisch verläuft, erleidet die Rote Armee entsetzliche Verluste. Wie viele der 35.000 deutschen Soldaten bei den Kämpfen getötet werden, ist unklar. Im Königsberger Schloss leistet eine Einheit aus SS-Männern und Angehörigen der Sicherheitspolizei bis zuletzt erbitterten Widerstand. Am 10. April 1945 ergibt sich der kommandierende General Otto Lasch schließlich der Übermacht. Hitler verurteilt ihn deswegen in Abwesenheit zum Tode. Lasch wird 10 Jahre in sowjetischer Kriegsgefangenschaft verbringen. Das fast völlig zerstörte Königsberger Schloss dient als Fotomotiv für die Sieger. Irgendwo in seinen Katakomben ist damals wahrscheinlich auch das legendäre Bernsteinzimmer verbrannt, das die Deutschen einst in Leningrad geraubt und hierher gebracht hatten. Hitlers Soldaten treten den schweren Weg in die Gefangenschaft an. Nach dem Ende der Kämpfe berichtet der sowjetische Geheimdienst, dass nur etwa die Hälfte der Deutschen in Königsberg das Gemetzel überlebt habe. Die in der Stadt verbliebene Zivilbevölkerung ist den Siegern völlig schutzlos ausgeliefert. Wer nur aus seiner Heimat vertrieben wird, kann sich glücklich schätzen. Im April ist ein großer Mann gestorben. Der Verlust von Franklin Delano Roosevelt wurde in der ganzen Welt betrauert. Als am 12. April 1945 der amerikanische Präsident plötzlich stirbt, flammt in Berlin wieder Optimismus auf. Schließlich ist Roosevelt einer der mächtigsten Feinde des Dritten Reichs gewesen. Die Beerdigung in Washington wird zu einer Demonstration der Trauer um den Mann, der die USA 12 Jahre regiert hat. Sein Nachfolger ist auch für die Amerikaner ein Unbekannter.
Im Kabinettssaal des Weißen Hauses wird Harry S. Truman als Präsident vereidigt. Kurz vor dem Sieg und den Folgen des Kriegsendes ist es eine schwere Aufgabe, mit den Führern der Alliierten weiterzumachen. Als sich die Nachricht vom Tod Präsident Roosevelts verbreitete, wollte Goebbels Hitler davon erzählen. Er wusste, dass Hitler zu diesem Zeitpunkt sehr depressiv war und wollte ihm nun diese Neuigkeit überbringen, als könne sie die gleiche Wirkung haben wie eine Pille oder eine Injektion. Seine Stimmung schwankte die ganze Zeit extrem. Und nun war da dieser Glaube, dass sich die Alliierten durch den Tod des amerikanischen Präsidenten aufspalten würden. Das war reine Fantasie. Hier haben Sie das Wunder, das ich immer vorhergesagt habe, soll Hitler gerufen haben, als er von Roosevelts Tod erfährt. Wer hat nun recht? Der Krieg ist nicht verloren. Nach und nach fallen den Alliierten auch die Symbole des Nazi-Terrors in die Hände. An diesem 12. April 1945 besucht US-Oberbefehlshaber Eisenhower das Konzentrationslager Urdruf in Thüringen. Die Befreiung der Opfer des deutschen Rassenwahns macht ihn und seine Soldaten fassungslos. Viele der Jungs waren hart im Nehmen, erinnert sich später ein GI. Sie waren kampferprobt, seit sie in der Normandie gelandet sind. Jetzt aber wurden sie ganz krank bei diesem Anblick. Lucille Eichengreen ist zu diesem Zeitpunkt im Konzentrationslager Bergen-Belsen bei Hannover interniert. Die gebürtige Hamburgerin hat den Völkermord an den Juden im Ghetto Lodz und im Todeslager Auschwitz überlebt. Mitte April 1945 wartet sie hier auf die Ankunft der Alliierten. Jeder weitere Tag im Lager könnte ihren Tod bedeuten. Etwa 75.000 Häftlinge, darunter viele Zwangsarbeiter aus Osteuropa, sind hier seit Monaten zusammengepfercht worden. Fast ausschließlich Frauen und Kinder. Britische Filmaufnahmen zeigen Bergen-Belsen nach der Befreiung. Lucille Eichengreen erinnert sich noch genau an den Moment, als ihr das Leben geschenkt wurde. Am 15. April kamen die Panzer durch die Hauptstraße, weil die Engländer auf dem Weg zur Elbe waren, nach dem Norden, und sind über das Lager gestolpert und haben sofort gefragt, wie, wo und was das ist. Die Offiziere haben sich alles zeigen lassen und sie haben einfach nicht verstanden, wieso etwas möglich ist. Und ihre Bemerkung und ihr Entsetzen, ich meine, die ganz einfachen Engländer waren auf dies nicht vorbereitet. Und dann mussten wir natürlich auf Medikamente und auf Lebensmittel warten. Sie hatten nicht genügend. Und das ganze Camp aus den SS-Speisekammern haben Kilo Konserven bekommen mit Schweinefleisch und Fett. Und natürlich hat man sich auf diese 2 Kilo gestürzt. Und ich kannte viele Menschen, die einfach am nächsten Morgen tot waren. Denn so etwas kann man nach 4 Jahren nicht essen. Die Briten haben große Mühe, die Überlebenden zu versorgen. Denn auf eine solche humanitäre Katastrophe sind sie nicht vorbereitet. Eilig werden Nahrungsmittel auf Lastwagen herbeigeschafft, um die 30.000 unterernährten Häftlinge zu versorgen. Der amerikanische Journalist Edward Murrow formuliert es in einem Bericht über die Befreiung des KZ Buchenwald so: Für das meiste finde ich keine Worte. Im Krieg gibt es viele Tote, aber lebende Tote in einem Lager. Dabei sah die Landschaft doch so schön aus. Und die Deutschen waren wohlgenährt und gut gekleidet. Die Entdeckung der Konzentrationslager hatte einen großen Effekt auf die alliierten Truppen und auf ihre Generäle. Eisenhower sagte, dass sofort so viele Journalisten wie möglich hergebracht werden müssten, um das zu sehen. In Bergen-Belsen schickte der britische Kommandant seine Leute mit aufgepflanzten Bajonetten in die Stadt Bergen, um die gesamte Bevölkerung herzubringen. Sie sollten es mit eigenen Augen sehen. Die Amerikaner taten das auch. So konnten die Deutschen im Nachhinein nicht sagen, all das sei bloß Propaganda der Alliierten. Man muss bedenken, dass trotzdem noch sehr viele direkt nach dem Krieg dachten, es sei Propaganda, dass die Filmaufnahmen gefälscht worden seien. Deshalb war es eine wohlüberlegte Taktik, so viele Menschen wie möglich dazu zu zwingen, sich das Leid anzusehen. Diese Menschen konnten sich dann später nicht einreden, all das sei bloße Fantasie der Alliierten gewesen. Auch im Konzentrationslager Urdruf wird die Bevölkerung gezwungen, die schreckliche Wahrheit zur Kenntnis zu nehmen. Für viele amerikanische Soldaten hat sich seit der Befreiung der Lager die Einstellung zum Krieg verändert. Die meisten meiner Kameraden hatten keinen persönlichen Grund, gegen die Deutschen zu kämpfen, erinnert sich später ein GI. Sie dachten, dass viele der Geschichten, die sie in Zeitungen gelesen oder gehört hatten, erfunden waren oder mindestens übertrieben. Bergen-Belsen war ein Lager für politische Gefangene.
Sie verhungerten. Sie starben. Das ist der Kommandant, Joseph Kramer. Er steht unter Arrest. Das sind die weiblichen Bewacher. Angehörige der Gestapo. Sie werden verhaftet und abgeführt. Am 17. April 1945, zwei Tage nach der Befreiung des Lagers, wird das Bewachungspersonal in Gewahrsam genommen. Die Männer und Frauen müssen zunächst bei der Beseitigung der Leichen mithelfen. Joseph Kramer muss sich im September 1945 vor einem britischen Militärgericht verantworten, wird zum Tode verurteilt und an den Galgen gebracht. Ich konnte nie verstehen, dass sie zu Hause wahrscheinlich sehr menschlich waren. Und wenn es zu uns kam, haben sie uns mit den Stiefeln getreten. Sie haben uns geschlagen, manchmal erschossen. Und sie haben uns behandelt, als ob wir keine Menschen wären. Als ob wir keine Gefühle hätten. Wir waren eigentlich für die Besatzung Untermenschen und waren des Lebens nicht wert. Die Häftlinge müssen zunächst in Bergen-Belsen bleiben. Der Hass auf die Peiniger weicht der Dankbarkeit für die Befreier. Die Zwangsarbeiterinnen aus Russland und der Ukraine wurden besser versorgt als die jüdischen Häftlinge, die nach erbarmungslosen Todesmärschen hierher gebracht worden waren. In Bergen-Belsen haben die Engländer 10.000 Leichen gefunden. Und 10.000 sind noch nach der Befreiung gestorben. Man konnte sie nicht mehr retten. Am 18. April 1945 beginnen die Briten mit der Bestattung der Opfer. Sie brauchen 10 Tage, um alle Toten zu beerdigen. In Bergen-Belsen sind viele Menschen an Typhus gestorben. Unter ihnen waren auch die Schwestern Margot und Anne Frank. Um die Ansteckungsgefahr zu vermindern, entschließen die Briten sich, die völlig verdreckten Unterkünfte ein für alle Mal zu entsorgen. Die Baracken wurden dann abgebrannt, weil sie vollkommen verseucht waren. Und wir wurden 2 Kilometer entfernt in die deutschen Kasernen gebracht. Und dann bekam ich Typhus. Ich bin aber nicht ins Krankenhaus gegangen. Es hat 2-3 Wochen gedauert und dann ging es vorüber. Zur gleichen Zeit haben sich amerikanische Einheiten nach Bayern vorgekämpft und beschießen die Stadt Bamberg. Mit dabei ist ein Kameramann der US-Armee. Die Wehrmacht hat in diesem Gebiet nur wenige lokale Einheiten stationiert. Die meisten Lanzer sind froh, dass es vorbei ist. Der fast ungehinderte Vormarsch der US-Truppen erregt in Moskau Argwohn. Stalin hegt den Verdacht, die Deutschen ergäben sich in Massen, um ihre starken Kräfte für den Schutz Berlins zu schonen. Die Deutschen kapitulieren mit fanatischer Hartnäckigkeit, kommentiert der sowjetische Schriftsteller Ilja Ehrenburg die Ereignisse im Westen und Süden Deutschlands. Die Amerikaner würden mit Kameras erobern, fügt er hinzu und unterstellt so, sie seien in diesem Krieg nur Touristen. Tatsächlich stoßen die GIs immer wieder auf erbitterten Widerstand von Wehrmacht und SS. Doch die amerikanischen Kameraleute wurden angewiesen, keine gefallenen US-Soldaten zu filmen. Die Amerikaner haben im April 45 im ganzen Krieg in Europa ihre schwersten Verluste. Es sind 10.000 Gefallenen. Also es ist jetzt kein Karnevalsmarsch, den die Amerikaner da vollführen. Das heißt, es gibt auch im April 45 immer noch Widerstand, der keine Chancen hat. Aber es wird auch um Nürnberg etwa sehr hart gekämpft. Das sind eben meistens dann SS-Truppen, die sagen, also ja, wir verteidigen uns auch auf Nordpol. Also das ist, da gibt es kein Ende. Zu dieser Zeit ist Hollywood-Regisseur George Stevens mit seinem Kamerateam hinter der Front unterwegs. Im hessischen Bad Wildungen dreht er friedliche Szenen. Das historische Heilbad ist vom Krieg verschont geblieben. Seit einigen Tagen residiert hier US-General Omar Bradley mit seinem Stab. Stevens will den amerikanischen Befehlshaber auf seinem Weg nach Berlin begleiten. Doch noch immer ist die Entscheidung nicht gefallen, ob sich die US-Truppen am Kampf um die Reichshauptstadt beteiligen oder Richtung Süden marschieren sollen. Stevens vertreibt sich die Wartezeit mit Ausflügen in die Umgebung. Bei Frankenberg trifft er mit seinem Kamerateam auf ein provisorisches Lager für deutsche Kriegsgefangene. Die Amerikaner müssen plötzlich Hunderttausende Soldaten der Wehrmacht verpflegen und sind mit dieser neuen Aufgabe völlig überfordert.
Mangels geeigneter Unterkünfte müssen die Deutschen auf freiem Feld kampieren und werden nur notdürftig versorgt, bevor man sie in größere Sammellager am Rhein transportiert. Auf der Südseite des Harz darf Stevens Mitte April 1945 das Konzentrationslager Mittelbau-Dora besuchen, das Spezialeinheiten der Amerikaner wenige Tage zuvor befreit haben. Die meisten Häftlinge sind kurz vor der Ankunft der Amerikaner auf sogenannte Todesmärsche geschickt worden. Die übrigen sind dem Tod näher als dem Leben. Diese Kreaturen wurden ohne Aufzeichnungen zurückgelassen, schreibt Stevens in einem Brief nach Washington. Dass von 1000 Männern, Frauen und Kindern nur 4 mit Namen und Nationalität identifiziert werden konnten. Überlebende Häftlinge erzählen von mysteriösen Stollen im Berg, von einer streng geheimen Raketenfabrik, in der sie als Sklavenarbeiter der SS schuften mussten. Doch die Amerikaner wissen längst, dass sich hier eine der wichtigsten Waffenschmieden des Dritten Reiches befindet. Die Amerikaner lassen die in den Stollen verbliebenen Raketenteile der Wunderwaffen V1 und V2 herausbringen. Sie werden zur weiteren Verwendung in die USA geschafft. Die alliierten Armeen haben inzwischen große Teile Nazi-Deutschlands erobert und es ist nur eine Frage von Tagen, dass Kanadier, Briten und Amerikaner auf die Spitzen der Roten Armee treffen werden. Grund genug für Stalin, endlich den Sturm auf Berlin zu beginnen. Ruhm den Helden der Oder, heißt es auf einer Tafel. Entlang des Flusses sind inzwischen 3 sowjetische Armeegruppen aufmarschiert. Pioniere errichten Pontonbrücken, um den Nachschub zu sichern. Ungeheure Mengen an Truppen, Ausrüstung und Munition sind herbeigeschafft worden. Fast die Hälfte der verfügbaren militärischen Reserven der Sowjetunion. Wochenlang haben sich die Marschälle Schukow und Konjew auf diesen Moment vorbereitet. Auch mit Hilfe von erbeuteten Dokumenten und Aussagen von deutschen Kriegsgefangenen haben sie den Angriffsplan festgelegt. Seit Anfang April gehen die Stäbe an Modellen jedes mögliche Szenario durch. Noch 2 Tage vor Beginn der Operation werden hier Planspiele durchgeführt. Gefallene Soldaten der Roten Armee ruhen auf einem Friedhof bei dem kleinen Ort Seeloh nahe der Oder. Notwendige Voraussetzung für ein Gelingen der Pläne Schukows ist die Eroberung der Seelower Höhen, die etwa 60 Kilometer östlich von Berlin liegen. Dort hat sich die deutsche Heeresgruppe Weichsel verschanzt. Mehr als 2,5 Millionen Rotarmisten stehen bereit, um sie aus ihren Stellungen zu vertreiben. Kein Erbarmen, heißt es in einer Botschaft der Politverwaltung an die Soldaten. Sie haben Wind gesät und werden jetzt Sturm ernten. Die Berliner Operation begann am 16. April 1945 mit diesem massiven Bombardement, einem der schwersten im gesamten Zweiten Weltkrieg. Der Plan, Berlin einzunehmen, ging allerdings nicht problemlos auf. Schukow machte einige schwerwiegende Fehler. Er war eigentlich immer sehr genau, was das Auskundschaften der Umgebung im Vorhinein anging. Doch er unterschätzte die Befestigung der Seeloher Höhen, die ein ideales Terrain waren. Obwohl die Verteidiger ziemlich schwach und nicht ausreichend gerüstet waren, konnten sie die Sowjets doch effektiver abwehren als gedacht. Schukows Truppen schafften es nicht durchzubrechen. Also änderte er seine Taktik und schickte die Panzer vor. Das sorgte für totales Chaos. 2 Tage braucht die Rote Armee, um die Deutschen zu zermürben. Dann brechen Schukows Panzer endlich durch. Der Preis des Erfolges ist hoch. Die erste weißrussische Front hat über 30.000 Tote zu beklagen. Der Wettlauf um die Eroberung Berlins geht weiter. Denn an diesem 18. April erobern weiter südlich amerikanische Truppen Leipzig. Im Westen gibt es keine deutsche Front mehr. Amerikanische, kanadische und britische Truppen rücken überall vor und beseitigen kleine Widerstandsnester. Diese Aufnahmen sind die letzten eines mutigen Mannes, Gaston Madrou, der kurz darauf von feindlichem Feuer getötet wurde. Im Westen hatte die amerikanische 9. Armee bereits die Elbe überquert und es war klar, dass sie innerhalb kürzester Zeit Berlin erreichen könnte. Doch dann traf Eisenhower plötzlich die Entscheidung, nicht Richtung Berlin zu marschieren. Am 18. April meinte General Simpson,
dass seine Truppen in sehr kurzer Zeit durchbrechen könnten. Und das stimmte wahrscheinlich auch, denn die wichtigsten SS-Formationen waren alle noch an der Ostfront in Kämpfe verwickelt und hätten die Amerikaner nicht aufhalten können. Am 21. April 1945 überqueren sowjetische Einheiten den Berliner Autobahnring. Ihr Ziel ist jetzt zum Greifen nahe. Die Hauptstadt endgültig einzukesseln und vom Nachschub abzuschneiden. Die Artillerie beginnt unverzüglich mit dem Beschuss der Innenstadt. Rotarmisten stürmen die Vororte. Im Führerbunker unter dem Garten der Reichskanzlei hat Adolf Hitler seine letzten Getreuen um sich geschart. Jemand wie er hat alles auf eine Karte gesetzt, immer alles auf eine Karte gesetzt, Sieg oder Niederlage. Es ist die totale Niederlage und die belastet ihn psychisch massiv. Und das sieht man, wie er eigentlich zerfällt unter dieser Belastung. Und auch immer wieder, es oszilliert ja zwischen Erkenntnis, es ist verloren, und Glauben, dass es doch noch irgendwie geht. Und das, da oszilliert es hin und her, bis hin zum 22. April im Führerbunker, wie er eben zusammenbricht. Endlich erkennt der Diktator die Ausweglosigkeit seiner Lage. Eine Flucht aus Berlin lehnt er ab. Er will dort bleiben und Selbstmord begehen. Ob mit seiner Pistole oder mit Zyankali, hat er noch nicht entschieden. Am 22. April hat er gesagt, der Krieg ist verloren. Ihr könnt mich jetzt alle verlassen. Seht zu, dass ihr Sicherheit bekommt, denn ich bleibe hier. Ich werde Berlin nicht verlassen. Und da ist es, dass der Führer hat sich beraten lassen, wie es am besten ist. Angeblich hat Hitler den Kapseln nicht getraut. Und Professor Haase hat gesagt, beides zusammen machen, beißen und schießen. Und seit dem Tag haben wir auf den Schuss gewartet. Ein letztes Mal lässt sich der Diktator in den Trümmern der Reichskanzlei blicken. Wann genau dieses Foto entstand, ist unklar. Hitlers Entscheidung, in Berlin zu bleiben, ist wahrscheinlich um seinen Geburtstag am 20. April herumgefallen, als viele aus seiner Umgebung im Rieten nach Berchtesgaden zu fliegen und den Krieg dort zu beenden. Aber es gibt da noch einen interessanten Aspekt. Bei seinem letzten Besuch bei Hitler sprach Speer davon, nach Berchtesgaden zu gehen. Und schon da hat Hitler klargemacht, dass das nicht denselben dramatischen Klang hätte. Er wusste zu dem Zeitpunkt bereits, dass er sterben würde. Und er musste in Berlin sterben. Es war Teil seiner Götterdämmerung. Seine Führerdämmerung musste in Berlin stattfinden. Zur gleichen Zeit verschanzt sich in der brennenden Hauptstadt des Führers letztes Aufgebot. Scharfschützen der Waffen-SS nehmen Rotarmisten von Dächern aus ins Visier. Wehrmachtssoldaten und halbwüchsige Hitlerjungen versuchen, die Übermacht mit Maschinengewehren und Panzerfäusten von der Reichskanzlei fernzuhalten. Etwa 12 Tage vor Schluss kam noch die Familie Goebbels, Frau Goebbels und Eva Braun, die ja inzwischen auch nach Berlin gekommen ist. Die hatten jetzt einander Kontakt. Die haben sich dann so unterhalten und man hat also auch mitbekommen, dass sie vereinbart haben, die würden ihre Männer nicht verlassen. Die würden hier bleiben. Wir haben mit unseren Männern gelebt, dann werden wir auch bis zum Schluss hier bleiben. Während die Rote Armee den entscheidenden Schlag vorbereitet, schreibt ein deutscher Offizier in sein Tagebuch: Zunehmende Auflösungserscheinungen und Verzweiflung. Aber es hat keinen Sinn. Man darf nicht im letzten Augenblick kapitulieren und hinterher ein Leben lang bereuen, nicht durchgehalten zu haben. Es heißt, in der Reichskanzlei sei man fester vom Endsieg überzeugt als je zuvor. Stalin war absolut entschlossen in seinen Befehlen an Schukow und Konjew. Bevor sie in den Stadtkern von Berlin vordringen konnten, mussten sie die Stadt zuerst einkesseln. Und bei dieser Einkesselung, bei der Schukows Truppen vom Norden aus kamen und Konjews Truppen vom Süden in Richtung Westen marschierten, hätten die Amerikaner keine Chance gehabt, durchzubrechen, selbst wenn sie es geplant hätten. Hollywood-Regisseur George Stevens ist zu diesem Zeitpunkt unterwegs zu einem besonderen Pressetermin. Am 26. April 1945 zelebrieren Sowjets und Amerikaner in Torgau das welthistorische Zusammentreffen an der Elbe. Während befreite Zwangsarbeiter sich über den Fluss auf die amerikanische Seite retten, feiern Vertreter der Alliierten den Sieg über Nazi-Deutschland. Ein Gefühl habe sie überwältigt, erinnert sich einer von Stevens Begleitern später, dass der Krieg nicht mehr lange dauern würde. Zum ersten Mal gab es keine Feinde mehr. Während der Hollywood-Regisseur die Szenen einer Freundschaft dreht, die nicht mehr lange dauern wird, nehmen Bomberstaffeln aus England Hitlers zweiten Regierungssitz in den Alpen ins Visier.
Alliierte Bomber erschüttern die Sicherheit von Berchtesgaden, wo vieles von der Tragödie der Welt geplant und ausgeführt wurde. Nach ihrer Ankunft bei Tagesanbruch griffen sie Hitlers berüchtigtes Versteck in den Bergen an und benutzten dabei 12.000 Pfund schwere bunkerbrechende Bomben. Auch die nahegelegenen SS-Baracken erhielten die gebührende Aufmerksamkeit. Der britische Geheimdienst will in Erfahrung gebracht haben, dass sich der Diktator am Obersalzberg aufhält. Die Bomben verhindern, dass der Berghof als letzte Rückzugsmöglichkeit benutzt werden kann. In den Mittagsstunden des 25. April 1945 schließt die Rote Armee den Belagerungsring um Berlin. Stalin hat sein Ziel erreicht. Die Hauptstadt der faschistischen Bestie wird ihm gehören. Seine Geheimdienstberichte besagen, dass sich Hitler weiterhin in Berlin aufhält. Und der weigert sich, die Kapitulation in Erwägung zu ziehen. Die Panzer der Roten Armee rücken schließlich befehlsgemäß ins Stadtzentrum vor. Die Kämpfe in Berlin waren vollkommen chaotisch. Denn da waren die vielen verschiedenen sowjetischen Armeen, die alle ins Zentrum der Stadt vordrangen, alle unterstützt von ihrer eigenen Luftwaffe. Alle schossen in Richtung Zentrum. Oft trafen sie dabei ihre Nachbarn. Es ist schwer zu sagen, wie viele sowjetische Soldaten im Kampf durch die Munition ihrer eigenen Leute getötet wurden. Sie mussten sich teilweise Block für Block vorkämpfen. An anderen Stellen kamen sie wieder schneller voran. Doch sie mussten ständig die Taktik ändern. Die dritte Armee nutzte ihre Luftabwehrgeschütze, um die Dächer in der Stadt abzudecken. Sie setzten zwar auch Panzer ein, aber die konnten leicht aus einem Hinterhalt mit der Panzerfaust angegriffen werden. Von der Hitlerjugend zum Beispiel. Schließlich kamen sie auf eine neue Taktik, schwere Artillerie in der Stadt einzusetzen und so die Panzersperren einfach wegzusprengen. Das erwies sich als der effektivste Weg, um ins Zentrum vorzudringen. Die Zustände in der Reichshauptstadt sind inzwischen chaotisch, denn in einigen Stadtteilen ist die Versorgung mit Lebensmitteln und Wasser zusammengebrochen. Im Führerbunker unter der Reichskanzlei sind Dutzende Militärs aller Truppenteile damit beschäftigt, die Illusion von Handlungsfähigkeit aufrechtzuerhalten. An eine mutige Aktion zur sofortigen Beendigung der Tragödie denkt offenbar niemand. Wer sich ergibt, geht ein hohes Risiko ein. Wenn fahnenflüchtige Soldaten von ihren eigenen Leuten aufgegriffen werden, hängt man sie am nächsten Laternenpfahl auf. Große Teile Nazi-Deutschlands sind inzwischen von den Alliierten erobert worden. Nur im Norden und im Süden halten sich noch schlagkräftige Einheiten von Wehrmacht und SS. Vor allem die Amerikaner fürchten einen blutigen Stellungskrieg im Gebirge. Südlich der Alpen gerät am 28. April 1945 Hitlers engster Verbündeter, der italienische Diktator Benito Mussolini, in Gefangenschaft und wird von Partisanen hingerichtet. In Mailand versammeln sich am nächsten Tag tausende Schaulustige, um die Leichen des Duce und seiner geliebten Clara Petacci zu bestaunen. Hitler werden die Einzelheiten des makabren Schauspiels berichtet. Doch der Diktator benötigt keinen Anschauungsunterricht, um zu wissen, was passieren würde, wenn er seinen Feinden lebend oder tot in die Hände fällt. Er befiehlt, dass seine Leiche verbrannt und vergraben werden soll. Der Krieg in Italien ist zu Ende. Die deutsche Heeresgruppe C hat die Kämpfe eingestellt. Überall werden die britischen und amerikanischen Truppen als Befreier gefeiert. Seit Wochen hat SS-General Karl Wolff mit Zustimmung der Wehrmacht im Geheimen mit den Amerikanern verhandelt, um das sinnlose Blutvergießen zu beenden. Der Coup glückt, ohne dass es in Berlin bemerkt wird. Am 29. April kam in Caserta das unvermeidliche Ende. Die Generalbevollmächtigten General von Vietinghoff und SS-General Wolff, die die feindlichen Truppen in Italien und Westösterreich befehligten, unterzeichneten die bedingungslose Kapitulation. Sie übergaben nicht allein Italien, sondern auch die letzte Hoffnung auf ein Rückzugsgebiet. Das Dokument besagt, dass ab dem 2. Mai 1945 in Italien die Waffen schweigen werden. Russische, britische und amerikanische Offiziere sahen mit eisigem Schweigen zu, als die Kapitulation einer Armee mit 1 Million Männern unterzeichnet wurde. In der Nacht zuvor hat im Führerbunker in Berlin der letzte Akt des Dramas begonnen. Hitler lässt seine Sekretärin rufen, um ihr sein politisches und sein privates Testament zu diktieren.
Dann heiratet er seine Geliebte Eva Braun. Am Mittag des 30. April 1945 verläuft die Frontlinie nur ein paar hundert Meter von der Reichskanzlei entfernt. Dem Diktator bleibt keine Zeit mehr. Ich habe telefoniert und dann hörte ich Hitler sprechen. Ich habe nichts verstanden, war zu weit weg. Und ich sah Hitler noch reingehen in seinen Raum. Da sage ich, was war denn los? Chef hat sich eben verabschiedet, hat er mir gesagt, Günsche. Der Chef hat sich eben verabschiedet und will jetzt nicht mehr gestört werden. Wochen später aufgenommene Fotos zeigen den Führerbunker. Am 30. April wird die Tür zu den Privaträumen Hitlers von seinem Adjutanten Otto Günsche bewacht. Jetzt haben wir gewartet. Weiß nicht, wie lange es gedauert hat. Ob 2 Stunden oder nicht so lange, Nachmittag. Und da rief einer, ich glaube, es ist soweit. Der hat den Schuss gehört, ich habe ihn nicht gehört. Und irgendwann, dann ging die Tür auf in den Wohnraum. Und da sah ich, das Bild werde ich nie vergessen, wie Hitler dort an dem Tisch mit dem Kopf auf den Tisch und auf dem Sofa, Eva Braun liegend, die Knie angezogen bis an die Brust, mit dem Kopf zu Hitler dran. Und jetzt weiß ich nicht, hat Hitler im Sessel gesessen oder auf der Couchende? Ich kann das nicht genau beschreiben. Jedenfalls waren die jetzt so mehr oder weniger zusammen. Hier endet am 30. April 1945 etwa um 3 Uhr nachmittags die Existenz des schlimmsten Massenmörders der Geschichte. Seine letzten Getreuen beseitigen die Leichen Hitlers und seiner Frau. Als ich runterkam, da lag Hitler schon auf dem Boden. Und die haben dann Hitler eingepackt. Und dann, ja, als sie dann den Hitler rausgetragen haben, da war ich noch anwesend und habe ich dann den Kameraden gesagt, so, ich hau jetzt ab. Und da sagte der Kamerad, so, jetzt wird der Chef verbrannt. Die sterblichen Überreste von Adolf und Eva Hitler werden in den Garten der Reichskanzlei gebracht, mit Benzin übergossen und angezündet. Unmittelbar danach beraten die im Bunker der Reichskanzlei verbliebenen Bewohner über ihre Zukunft. Der Tod des Diktators hat Josef Goebbels und die anderen von ihrem Eid befreit. Jetzt werden sie genau das tun, was der Diktator ihnen ausdrücklich verboten hat. Sie beschließen, Kapitulationsverhandlungen mit der Roten Armee aufzunehmen.